Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich lade euch ein zu einem Zwischenstopp in die wunderschöne Stadt Würzburg am Main. Es gibt einen zentralen Stellplatz. Er ist zwar nicht besonders ruhig, aber wo gibt es das schon mitten in einer Stadt? Dafür kann man jetzt Ende März noch in der ersten Reihe stehen und die vorbeifahrenden Schiffe berühren fast das Ufer. Man darf sich nicht täuschen lassen. Der Main ist Großwasserstraße und ein wichtiges Verbindungsstück zwischen Rhein und Donau. Entsprechend riesig sind die Schleusen. Sie fassen Schubverbände bis zu 185 Metern Länge und 11,5 Metern Breite. Der schiffbare Main verfügt von der Mündung am Rhein bis nach Bamberg, dem Anfang des Rhein-Main-Donau-Kanals, über insgesamt 34 Schleusen. Und die Nummer 14 davon befindet sich hier an der alten Mainbrücke. Oberhalb des Mains thront die eindrucksvolle Festung Marienberg. Es gibt mehrere Fußwege dort hinauf. Ich wähle den kürzesten Weg über die Tellsteige, die, wie schon der Name sagt, einen steilen Anstieg erwarten lässt. Die Festung besteht aus einer ehemaligen Befestigungsanlage und dem fürstbischöflichen Schloss. Die Festung wurde im Laufe der Zeit mehrfach umgebaut und die ältesten noch erhaltenen Teile der Festung stammen aus dem Jahre 704. Ich durchlaufe mehrere Befestigungsringe und gelange schließlich in den zentralen Innenhof mit Museum, Tagungszentrum und Burggaststätte. Unterhalb der Befestigungsanlagen beginnen sofort die Weinberge. Und gegenüber liegt das Käppele. Die malerische Wallfahrtskirche wurde im 18. Jahrhundert nach Plänen von Balthasar Neumann gebaut. Die Ausblicke von hier aus sind atemberaubend. Main aufwärts, auf die alte Mainbrücke und sogar den Stellplatz kann man von hier aus erkennen. Und dort drüben auf der Terrasse des Hotels Schloss Steinburg Kaffee zu trinken, soll ein besonderes Erlebnis sein. Es geht wieder hinunter zur alten Mainbrücke. Erst später wurden die charakteristischen Heiligenfiguren ergänzt. Die alte Mainbrücke zieht die Besucher von Würzburg an und ist zugleich auch Treffpunkt für die Bewohner der Stadt. Und heute Nachmittag scheint die Märzsonne schon so warm auf den Main, dass vor lauter Menschen kaum ein Durchkommen ist. Auch das sonnige Mainufer ist heute gut besucht. Aber die ganze Stadt ist an diesem frühen Sommertag bevölkert. Auf dem Marktplatz findet heute zum Beispiel eine Veranstaltung gegen den Rassismus statt. Und genau hier befand sich im Mittelalter das jüdische Viertel. So geht ein toller erster Tag in Würzburg zu Ende. Und auch nachts fahren die Schiffe weiterhin direkt vor meinem Fahrzeug, mein Auf- und mein Abwärts. Am nächsten Morgen scheint die Sonne bereits über den Main. Mein erstes Ziel ist das Falkenhaus auf dem Marktplatz. Das ehemalige Gasthaus beeindruckt durch die üppige Stuckfassade und ist heute unter anderem Sitz der Touristinformation. Hier gibt es auch einen kostenlosen Stadtplan. Und wer einen Überblick über die Stadt bekommen möchte, dem empfiehlt sich der Stadtrundgang, den dieser Plan anbietet. Eine kleine Auswahl der Stationen dieses Rundganges möchte ich euch jetzt zeigen. Auf dem Marktplatz findet tatsächlich auch der Wochenmarkt statt. Und hier, am Fuße der Marienkapelle, kann man heute Morgen schon wunderbar in der Sonne sitzen. Die Marienkapelle erstrahlt in kräftigen Farben und die Bogenportale im Innern sind reichlich verziert. Eines der Wahrzeichen Würzburgs ist der markante alte Kranen aus dem 18. Jahrhundert. Besonders spannend finde ich hier die Befestigungspoller für die Schiffe. Durch die langjährige Benutzung haben sich ausgeprägte Rillen durch die Befestigungstampen gebildet. Außerdem findet man hier mehrere Hochwassermarken des Mains.
Nach anhaltenden Niederschlägen kann der Fluss sehr hohe Wasserstände erreichen und bei einem Jahrhunderthochwasser überflutete der Main große Teile der Altstadt. Zum Schutz gibt es inzwischen entsprechende Schutzwände, die bei Bedarf eingezogen werden. Das eigentliche Rathaus findet man etwas versteckt hinter dem Ratskellereingang. Aber ein Blick in den Innenhof lohnt sich. Und hier entdecke ich einen kleinen Raum mit einem Modell der Innenstadt nach dem Zweiten Weltkrieg. 90% der Innenstadt waren zerstört. Und dass der Ortskern danach so authentisch wieder aufgebaut werden konnte, ist für mich ein Wunder. Und wenn ich an die endlosen Diskussionen in Hamburg denke, Busse für viel Geld zu elektrifizieren oder wieder ein modernes Straßenbahnsystem zu entwickeln, dann kann man Würzburg nur gratulieren. Der Dom St. Kilian wirkt durch die enge Bebauung an der Front eher unauffällig. Erst im Innenraum zeigt er seine wahre Größe und die Seitenschiffe allein sind schon gewaltiger als so manche Kirche. 1945 ausgebrannt, danach Wiederaufbau des Äußeren in der alten Form. Das Portal des daneben liegenden Neumünsters mit der mächtigen Kuppel ist ebenfalls zwischen Geschäftshäusern eingebaut. Um besonders ehrfürchtig die romanische Basilika des 11. Jahrhunderts zu betreten, sind die Türklinken der Eingangstür in beeindruckender Höhe angebracht. Sehenswert unter anderem die aufwendigen Deckenmalereien. Eigentlich erst von hinten wird einem die Komplexität des gesamten Gebäudeensembles aus Dom und Neumünster bewusst. Ein paar hundert Meter weiter erreiche ich die Residenz, eines der bedeutendsten Schlösser Europas. Und angesichts des riesigen Vorplatzes stellt sich mir die Frage, wie lange die Pflasterarbeiten wohl gedauert haben müssen. Die Residenz ist UNESCO-Weltkulturerbe und damit gut besucht. Ich interessiere mich heute mehr für den wunderschönen Hofgarten der Residenz. Und wenn es nach dem Wetter geht, muss dies eine gute Ehe werden. Die Gartenplastiken sind zum Teil gut beschirmt. Und leider blüht zu dieser Jahreszeit noch nicht viel. Aber das wird sich sicherlich bald ändern. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war's. Wenn ihr Lust auf mehr bekommen habt, dann besucht Würzburg. Eine tolle Stadt und der Sommer steht bevor. Ich sage Tschüss und bis bald.